Herzlich willkommen im Gruselhaus. Wir sind Annemarie und Andy. Und wir haben euch heute den Film Warlock, Satans Sohn, mitgebracht. Ja, ich würde sagen, dann können wir eigentlich direkt zu den Hard Facts übergehen. Ja, geil. Warlock, Satans Sohn. Wir haben hier die ungeschnittene Schweizer Fassung, geht 103 Minuten. Es ist ein amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahre 1989. Regie geführt hat Steve Miner. Und dann kommen wir gleich schon zum Cast der relevanten Personen. Da hätten wir einmal Richard E. Grant, spielt den Redfern. Laurie Singer spielt die Cassandra mit K. Und Julian Sands spielt Warlock bzw. den Hexenmeister. Geile Socke. Sehr geile Socke. An der Kamera hatten wir David Eckby, für die Spezialeffekte war Ken Pepiot zuständig und Musik und Score Jerry Goldsmith. Und zu guter Letzt hätten wir noch das Budget für euch. Das Ganze hat nämlich 7 Millionen US-Dollar gekostet und weltweit 9 Millionen US-Dollar eingespielt. Also man hat wenigstens den Soll wieder reingebracht. Bisschen plus. Bisschen plus. Ja, und ich würde sagen, wir stolpern einfach mal direkt in den Film, denn wir befinden uns im Mittelalter. Genau. Wir hören, was man immer hört, Eselgeräusche. Und in der ersten Szene sehen wir auch, eine Katze in einen Weidenkorb gestopft wird. Einen selbstgeflochtenen Weidenkorb. Das arme Ding, das hat mir super sofort leid getan. Wir sehen auf jeden Fall 4 Männer in schwarzen Gewändern. Ganz durch... reißerisch. Tut mir total. Leid. Nee, ist auch voll. Die Szene geht auch weil gefühlt 1000 Jahre. Die Dorfgemeinschaft ist so. Ja, die nicken dem zu. Ehrfürchtig erblickt man diese 4 reißerisch drein schluppenden 3. 4! Da geht's ja schon los mit uns hier. Jedenfalls schlendern die durchs Dorf. Nein, sie haben eine Mission. Sie treten stolz durchs Dorf und kommen anschließend zu einem Turm aus Stein, in dessen Holztür ein Pentagramm eingeritzt ist und gehen diesen Turm rauf. Aber ganz langsam und sehr lange. Sehr, ja, wirklich sehr lang. Also die Szene geht bestimmt 10 Minuten bis dahin. Bis sie vor einer verschlossenen Tür stehen. Die wird aufgeschlossen und man geht ein Weilchen wieder. Ja. Und man befindet sich wieder vor einer Tür und dort befindet sich ein Mann gefesselt drin. Ein junger Mann mit langen blonden Haaren ist dort jeweils an den Daumen gefesselt und mit dieser Knebeltechnik dann wiederum an seinen großen Zehen. Also er steht so vorgebeugt und ist eben mit Daumen und Zehen aneinander gefesselt. Ganz unangenehm. Sehr unangenehm. Und noch, es ragen noch so Ketten von den Seiten. Also er ist an der Wand irgendwie gefesselt. Auf so schlimme Dinge kann man gar nicht gemacht haben, dass man sowas verdient. Doch dann nicht. Wir werden das ja noch erfahren, denn jetzt erfahren wir nämlich, dass es 1689 ist, wir uns in Massachusetts in der Gemeinde Boston befinden und diese 4 Herrschaften in Schwarz wohl ein Richtertribunal sind, denn sie meinen jetzt zu diesem dort gefesselten Mann, ein Geständnis könnte ihre Zeit im Jenseits verbessern. Denn sie sind schon den Umgang mit Satan überführt und werden morgen über einem Korb voller lebender Katzen gehängt und verbrannt. Just why? Ja, und dann denke ich mir so, was haben diese armen Katzen verbrochen? Aber es kommt kein Geständnis. Nein. Er hüllt sich in Schweigen. Ja, damit ist auch für die Leute halt die Verhandlung erledigt. Ja, nee, dann hast Pech gehabt, dann wirst du jetzt. Ne? Abgehakt. Wie viele Katzen haben wir jetzt? 1, 2, 3? Weiß ich nicht. Es wurde ja schon mal eine in den Korb gestopft. Dann reicht. Dann bist du über einer Katze verbrannt. Ich finde das so grausam. Die armen Katzen. Egal, auf jeden Fall betritt jetzt ein Mann in dick gehellten Pelz. Gehüllt. Würsten gehüllt. Also dieser Pelz sieht schon reißend. Also Peter würde jetzt ausrasten. Er betritt den Saal. Ja, und der Mann in Pelz, wie gesagt, betritt den Saal. Diese anderen 4 Männer gehen raus. Und er will sich jetzt quasi mit dem Angeklagten oder Verurteilten unterhalten und meint halt auch zu ihm, wenn du Satan so zugeneigt bist, dann müsste er dich doch retten.
Und wir erfahren, dass der bepelzte Mann Redfern heißt. Ja, aber... Es kommt so ein bisschen hin und her hier, ja, hier, ne, du Geplänkel zwischen den beiden, ne, und hier, der Redfern kommt auch immer weiter zu ihm hin und ballert ihm das Knie dann noch in die Schnute. Genau, und der blonde Mann meint halt auch noch, ja, erst wenn du es siehst, oder glaub es erst, wenn du es siehst, dass ich gehängt werde. Also er scheint noch irgendwie ein Ass im Ärmel zu haben. Ein Ast im Ärmel, das auch vielleicht noch. Auch. Jedenfalls geht Redfern jetzt auch wieder den ganzen Turm runter, die Türen werden wieder geschlossen und er gibt eben Anweisungen, dass dieser verurteilte Mann doch quasi noch gefesselt bleiben soll. Also er soll quasi verbrannt werden, aber er soll halt in der ganzen Zeit gefesselt bleiben, aber weil er so gefährlich ist. Aber plötzlich... Es rappelt die Türe, wo der Gefangene sich drin befindet. Redfern ist aber den Weg halt nach unten, nach draußen, reißt unten die Türe auf und Frauen schreien, sie schreien halt. Hysterisch. Und Blitz und Donner erfüllen den Himmel. Und die Szenerie verdunkelt sich, Wolken, böse Wolken, blicken auf die Erde nieder und ja. Und Redfern nimmt jetzt die Hände, nee, die Füße in die Hände. Hat das Magie zu tun? Und rennt nach oben den ganzen Weg wieder rauf in den Turm und kommt bei dem verurteilten Mann an, sieht, wie der sich gerade von seinen Fesseln befreit. Sind hier etwa satanische Mächte am Werk? Das weiß man nicht so genau. Er entfesselt sich quasi und es entsteht wie eine Art Strudel in diesem Turmzimmer und dieser Verurteilte verschwindet wie aus Geisterhand und Redfern springt quasi wie hinterher in diesen Strudel und nun sind eben beide verschwunden und ich glaube, diese vier Richter da... Die gucken dann ganz schön dumm aus der Wäsche. Genau. Als der Saal auf einmal leer weiträumig geleert wurde. Für den Zuschauer ertönt natürlich jetzt, was jeder liebt in so Filmen. Es kommt grelles, helles Licht. Und plötzlich befinden wir uns in einer modernen Großstadt. Wir sehen eine windige Szenerie. Es ist, die Straßen sind fast wie leer gefegt. Und man sieht so einen kleinen Mini-Tornado, der durch die Straßen flügt. Und kurzer Szenenwechsel. Wir blicken nämlich jetzt ins Schlafzimmer einer jungen Frau, die im Bett liegt und schläft. Und plötzlich hört man Glas zersplittern. Klirr. 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 Die Frau wacht auf. Ja, sie sieht sich erschrocken um. Geht aus ihrer Tür raus. Ein Mann kommt zusätzlich auch noch in die Szenerie. Ja. Und auf dem Wohnzimmerboden liegt der blonde, langhaarige Mann. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das Fenster ist auf jeden Fall kaputt und die Frau meint schon halt von wegen, ja, so ein Säuferleben das hier. Das schafft sie alle. Sie, also die beiden wollen halt irgendwie jetzt noch die Polizei rufen, aber die Leitung, die Telefonleitungen sind tot natürlich. Und man erfährt jetzt schon, dass die junge Frau Cassandra heißt, denn sie wird so von ihrem Mitbewohner angesprochen. Mhm. Und sie verfrachten jetzt diesen dort bewusstlosen Mann in Cassandras Zimmer. Weil, als sie ihn nämlich auf das Wohnzimmersofa hinlegen wollte, sagt er hier, ja nein, das ist 100 Jahre alt, das ist antik. Nee. Der geht in dein Zimmer, weil da ist ja alles aus Plastik. Genau, also es wird schon so ein bisschen darauf hingewiesen, dass hier eventuell Raritäten oder alte Sachen sich befinden. Naja, auf jeden Fall, nächster Morgen. Genau. Ne? Hier das Mädel, Cassandra, da erfährt man, dass sie sich Insulin spritzen muss. Ja. Jeden Morgen aufs Neue. Sie ist Diabetikerin und der Mann, also dieser Fremde für Cassandra und ihr Mitbewohner, ja fremden Mann, der ist auch mittlerweile aufgewacht und Cassandra gibt ihnen den guten Ratschlag, lassen Sie das Saufen sein, als dieser Mann eben eine Zeitung erblickt und dort die Jahreszahl 1988 draufsteht. Er ist völlig perplex, verwirrt und meint, 3 Jahrhunderte. Und Cassandra verfrachtet diesen vermeintlich verwirrten Mann wieder ins Bett. Naja, dann nächste Szene wieder hier. Cassandra in einem Auto. Sie ist sehr eine unaufmerksame Fahrerin, weil sie sich währenddessen noch hier ihre Lippen beschmückt mit Lippenstift.
und fährt fast eine Oma mit einem Trolley halt hier oder fährt kaputt, hört sich gemein. Ne? Überfährt quasi fast eine Oma mit einem Trolley. Aber auch nur fast. Weil sie hupt aber auch hier so richtig dräng und Oma lässt sich aber auch nicht aus der Ruhe bringen. Nö, würde ich auch nicht machen. Und hier Cassandra sagt halt von wegen, hoffentlich werde ich niemals so alt. Das sind schon alles so Anzeichen, was uns gleich noch begegnen wird. Ja, mittlerweile ihr Mitbewohner, da wissen wir jetzt auch, dass er Chess heißt. Und der ist halt gerade in der Küche unterwegs und als dieser fremde Mann eben zu ihm kommt. Und sie quatschen so ein bisschen und Chess hat einen ja relativ auch alt oder antik wirkenden Ring am kleinen Finger. Da stiert der fremde Mann auch immer zu hin. Luschert er immer so hin. Als er dann plötzlich sich ein Messer schnappt, dem Chess den Finger abhackt, sich den Ring an sich nimmt quasi, ihm auch noch die Zunge aus dem Mund beißt. Und diese in eine brutzelnde Pfanne wirft und ja, Szenenwechsel, knallhart. Das war jetzt schon einiges, ne? Ach, ne. Okay, auf jeden Fall. Wo sind wir denn jetzt hier? Cassandra ist auf jeden Fall bei ihrer Arbeit. Zunge, Pfanne, Arbeit, genau. Genau. Cassandra arbeitet in einem Diner, ne? Genau. Die Polizei hält vor diesem Diner und nächste Szene ist sofort Befragung hier von wegen Mitbewohner. Nee. Genau, also man erfährt eben, dass Chess anscheinend tot ist. Und ja, Cassandra wird entsprechend befragt ja, zu seiner Person. Aber diese Szene endet auch relativ flott. Und dann haben wir jetzt einen Szenenwechsel zum Mystical Bookstore. Am Mystical Bookstore. Ist schon ein bisschen, ne? Mysteriös alles. Die mutmaßlich Besitzerin des Laden verabschiedet gerade Gäste, als aus dem Hinterzimmer ein Mann auftaucht und meint, ob sie spiritistische Sitzungen leitet. Es ist natürlich unser allseits beliebter, blonder, langhaariger Mann. Komischer Mann. Und die Frau meint eben, sie ruft halt keine Geister herbei, aber sie führt sie. Und normalerweise macht sie nur Gruppensitzungen. Genau. Ne? Also, das ist ja. Aber er bedrängt sie halt ein bisschen, hat auch so eine Art Kristall in der Hand und meint, ob sie das dann nicht trotzdem machen könnte. Und den sollen wir denn hier an Land ziehen? Hä? Ja, so eine Art Vater. Ja, wie ist denn sein Name? Er hat viele Namen. Nehmen wir Samuel. Und in der nächsten Szene sitzen sie an einem Tisch und ja, sie macht halt so ein bisschen Spöckles. Ja, ist ne? halt so, halt, ne? Oh, ich rufe sie herbei. Ich bin gekommen, Samuel. Und er darauf nur ganz, ne, ich will, dass wir warten. Und dann fragt sie. Auf was? Auf den echten Samuel. Ne? Und ist halt merklich belustigt. Denn er erkennt, dass sie halt da nur so rumtrickst und macht. Als plötzlich vor ihr auf dem Tisch dieser Kristall zerspringt und sie quasi, also der Samuel wirklich in ihr zum Vorschein kommt. Das wird auch schön verbildlicht, indem ihr Gesicht plötzlich zu einer Fratze wird und ja, er dann plötzlich mit dem echten Samuel redet. Ja, von wegen, wieso hast du mich hier hingebracht, ne? Und dann hier, füge das zusammen, was dreigeteilt ist. Füge meine Bibel zusammen. Und daraufhin er, die Grand Grimoire. Oh. Tada. Wir sind da. Ja, denn von einem Hexer, also wir merken, er ist ein Hexer. Von einem Hexer muss es ja, oder für einen Hexer muss es ja ein leichtes sein, dies zu tun. Und ja, unser Hexer ja, gut, meint halt auch direkt, ja, was bekomme ich dann als Belohnung hier, ne? Ja, hier auf der Welt gibt es nichts umsonst. Ne? Und er meint dann, Samuel meint, Satan zu dienen ist ja wohl Belohnung genug, aber füge es zusammen, dann bekommst du den Lohn und wirst Satans Sohn. Du bist mein einziger Sohn. Genau. Nicht hier noch mehr. Also schon was Besonderes. Auf jeden Fall hier, ne, nimm die Augen, sie werden dich leiten zu den fehlenden Seiten. Hat sich fast gereimt. Boah, das war ja schon fast grandios. Auf jeden Fall geht hier unser blonder Hexenmeister jetzt hin, pökelt hier der Bookstore-Tante da die Augen aus und ja. Nimmt die mit und die ist hinüber quasi. Und ja.
In Szenenwechsel jetzt zu Cassandra, denn die kommt mittlerweile nach Hause. Dort ist auch noch die Polizeiabsperrung zu finden. Flatterband. Flatterband. Geht herein, sieht sich so ein bisschen unbehaglich um. Geht auch, ich glaube, es ist sogar die Tür zur Küche, wo ja Chess ermordet wurde. Mhm. Will sie gerade öffnen, diese Tür, entschließt sich aber dann doch, es sein zu lassen, geht weg und der Zuschauer sieht dann unter diesem Türspalt einen Schatten. Also steht anscheinend jemand auf der anderen Seite. Oh sie Gott. Geht jetzt aber in ihr Zimmer und packt ihre Sachen. Also ne, sie schnappt sich ihre Sachen super unordentlich, wirft die irgendwie aufs Bett in den Koffer. Aber Geräusche. Genau, plötzlich Geräusche hört. Sie tritt in den Flur und wer schleicht vorbei? Ein Kätzchen. Kurze Erleichterung setzt ein. Sie geht wieder in ihr Zimmer, packt weiter ihre Sachen wild zusammen, als plötzlich hinter ihr Redfern im Türrahmen steht. Sie dreht sich um und... Genau, er hat hier diese Fußfessel in der Hand. Hat er geblutet? Und sie ist völlig verstört. Was geht jetzt hier ab? Ich meine, diese arme Frau hatte jetzt eh schon... Er packt sie, ne, und sie... Hält ihr die Schnute zu? Sie schreit ihn an. Er ballert ihr erstmal ordentlich eine, ne? Aber was ich daran besonders gut finde, sie scheuert ihm genauso eine zurück. Hat er sich verletzt? Nur ein leises Nicken. Zeig mir wo! Und sie geht zum Staubsauger und sie wühlen quasi im Müll, also Staubsaugerbeutel, bis sie eine Scherbe mit Blut daran finden. Bisschen Blut. Und Redfern fängt dann eben an, dieses Blut mit dem Messer abzukratzen und dieses Blut eben in eine Art Fiole zu packen. Cassandra schleicht sich so langsam aus dem Bild und telefoniert mit der Polizei. Ne? 911. Ne? Ja, hier ist ein verrückter Kerl im Haus. Ne? Ja, wie heißen Sie denn von der anderen Leitung? Ne? Ja, ich bin Cassandra mit einem K. Ne? Und ja, gut, wir schicken einen Einkaufswagen. Ja, das hilft natürlich. Natürlich schicken wir einen Einsatz. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Bei der Gelegenheit will sie auch aus dem Fenster fliehen. Genau. Aber da kommt hier unser guter alter Freund Redfern natürlich. Und sagt, wo ist dein Brunnen? Welcher Brunnen? Was für ein Brunnen? Da, wo sie Wasser schöpfen. Und sie bringt ihn ins Badezimmer zum Wasserhahn. Weil wir müssen natürlich festhalten, er kommt ja aus dem 17. Jahrhundert, ne, und für ihn ist halt alles ein bisschen fremd. Ja, auf jeden Fall füllt er jetzt Wasser in diese Fiole. Fiole. Mein Gott, was ein Zungenbrecher. Und ja, drückt ihr die auch in der Hand. Also das Wasser und das Blut haben sich jetzt auch vermischt. Aber er ist dann währenddessen so einen kleinen Hexenkompass am Aufbau. Genau. Wo dann quasi so eine Nadel in der Mitte ist und ja. Ne? Ja, und da tröpfelt er auch das Blut-Wasser-Gemisch rauf. Weist sie nochmal darauf hin, ihren Atem nicht darauf zu richten. Das ist auch so ein geiler Satz. Ja, und da meint er so, ja, dieser Kompass wird uns jetzt zeigen, wo der Hexenmeister halt ist. Aber passiert gar nichts. Sie dann irgendwann schon, ist doch alles Schwachsinn. Ne? Genau. Und dann er hier wieder, aber es braucht halt Zeit. Man sieht in der Zwischenzeit Blaulicht am Fenster und sie sagt dann zu ihm, Zeit ist etwas, was du aber nicht mehr hast. So sieht's aus, denn jetzt kommt eben die Polizei an, die Cassandra geschafft hat zu rufen und wie gesagt, ne, Redfern kennt das ja alles nicht. Er rennt jetzt auf die Polizisten zu. Natürlich Hände hoch! Und er schwingt seine Peitsche, eine Lederpeitsche, die er dabei hat, Richtung der Polizisten. Und ein Polizist macht einen kurzen Prozess, indem er ihn mit einem Elektroschocker tasert und Redfern dann zu Boden geht, ja, verhaftet wird und weggeschafft wird. Da ist er noch was am Fasern, von wie hier das Fleisch gewordene Böse wird kommen oder ist da. Er versucht halt verzweifelt alle davon zu überzeugen, dass der Hexenmeister gefährlich ist, aber jeder hält ihn halt für irgendeinen Spinner. Warum? Wahrscheinlich auch zu viel Drogen genommen hat. Ja, also jetzt ist Cassandra auf jeden Fall überzeugt, dass sie ganz schnell weg muss und hält sich jetzt gar nicht mit Packen aus, sondern geht in ihr Zimmer, grapscht sich quasi Arme voll Klamotten, stopft die ins Auto. Geht ins Bad. Als sie im Bad plötzlich bemerkt, dass sich dieser Kompass tatsächlich bewegt hat und in eine Richtung zeigt. Und in diese Richtung sieht sie dann auch und sieht dann draußen vor dem Haus den Hexenmeister stehen. Und er hält halt diese Augen halt immer noch in seiner Hand, was wunderschön ist. Wunderschön. Sie verrammelt Fenstern und Türen, aber... Sie blickt sich um, zack, der ist schon längst drin. Ja, dann
wird sie gepackt und durch den Flur geschleift. Also wie gesagt, das arme Mädel hat es nicht leicht. Fallen gelassen allerdings wieder. Ja, weil die Augen sich jetzt hier, die er in der Hand hält, auf einen alten, so ein Altartisch ist das, ja, glaube ich, da richten. Denn wir erinnern uns, ihr Mitbewohner hat ja anscheinend Wert auf Antiquitäten gelegt. Und er fängt an, diese erstmal knallhart zu zerstören. Ja, knüppelt da erstmal ordentlich alles kaputt. Und hält dann einen Stapel Blätter in der Hand, die er aus diesem Tisch rausholt. Es ist aus der Grand Grimoire. Er freut sich diebisch, wie ein blöden Freund. Nein, wie ein blöden. Was ein Hexenmeister zu seiner Freude halt macht. Er zieht einen Mundwinkel nach oben. Cassandra unterdessen hat sich ins Bad geflüchtet und will dort irgendwie gerade die Lamellen vom Fenster irgendwie zerstören, die so aus Glas sind. Als aber plötzlich von draußen sie zerstört werden durch den Hexenmeister. Ja, er packt ihr Armband, was sie an ihrer... Was sie an der Hand hat. Am Arm halt hat. Und sagt halt so einen Zauberspruch auf, der darauf endet hier von wegen, zwei Dekaden innerhalb eines Tages dürften reichen. Genau, und er, wie gesagt, das Armband nimmt er mit und lässt sie dort liegen. Sie ist irgendwie zurückgestolpert und bewusstlos am Boden am Liegen, am Badezimmerboden. Badezimmer. Und wie gesagt, es wird nächster Morgen und sie erwacht und hat plötzlich ultralange Haare, ultralange Fingernägel, sieht in den Spiegel und sieht, dass sie gealtert ist. Eieieiei. Und aufgrund dieses ganzen Schlamassels macht sie doch sich den Irren aus dem Knast, ne? Natürlich, weil ja, er ist jetzt der Einzige, der ihr helfen kann, wieder normal zu werden. Ja, der hat mich verflucht, bin hier alt geworden, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein, der soll das wieder rückgängig machen. Sie fahren jetzt auch wieder, also wie gesagt, unterdessen... Das ist lustig, weil sie steigt ins Auto und sie sagt, ja, komm, steig ein. Und er will sich quasi in ihr, das ist wahnsinnig. Weil er ja nicht weiß, wie es funktioniert. Nein, ja, hey, andere Seite. Sie zeigt ihm erstmal, wie man in ein Auto einsteigt. Und sie unterhalten sich dann quasi. Also er erzählt ihr quasi, dass er aus dem 17. Jahrhundert ist, bla und blub, dass er der anderen Hexenmeister ist. Genau, und er ihn aufhalten muss. Und sie erzählt dann eben von diesem Zauber. Und ja, sie fahren zurück nach Hause zu ihr. Und er sieht sich halt diesen zerstörten Tisch an. Ja, war er das? Ja, ne? Und sie dann, was machen wir mit mir? Genau, ne? Also sie ist natürlich darauf fokussiert, ne, dass sie wieder normal wird. Hat er was von dir? Ja, mein Armband. Du musst es zurückverlangen. Nur so geht der Zauber vorbei. Währenddessen holt Redfern Salz aus der Küche und freut sich diebisch und meint, wir nehmen deine Kutsche. Also er holt den Kompass, er packt seinen Kompass noch ein und er verklickert ihr jetzt nämlich auch, weil... Und das müssen wir noch sagen, Cassandra denkt, sie ist jetzt halt einmal 20 Jahre gealtert. Und sie ist jetzt 40 und ja, nach dem Motto, ja, damit kann ich ja noch leben, ne, da, es gibt Make-up und, ne, weiß der Geier, ich kann mir die Haare schneiden und färben und alles cool. Und Redfern verklickert ihr jetzt aber, nee, du wirst jeden Tag 20 Jahre älter, also innerhalb der nächsten halben Woche bist du tot. Ja. Du bist erst 40, dann bist du morgen 60, 80. Und dann stirbst du halt an Altersschwäche. Ja. Und sie so, okay, Abmarsch. Nächste Szene sehen wir eine weite Landschaft und hören Cassandra halt schreien. Cassandra. Ja, weil wir haben beim Schreiben und Notizen machen immer Cass und Red geschrieben. Deswegen, das so zur Info. Und ja, Cassandra schreit sich die Seele aus dem Leib nach dem Motto, das muss mal raus. Und Redfern konsultiert den Kompass, in welche Richtung sie müssen. Andere Szene sieht man den Hexenmeister jetzt, der wie er auch da noch fröhlich durch die Landschaft irrt, aber zu Fuß halt, ne? Er hat nicht den Luxus einer bravourösen Kutsche. Ja, denn jetzt sind, also in der nächsten Szene sieht man nämlich wieder Redfern und Cassandra im Auto, dass sie eben im Auto unterwegs sind und sie unterhalten sich halt auch so ein bisschen, beziehungsweise Redfern kaut auf seiner Leder, Peitsche halt rum. Für mich persönlich ist das halt so eine eklige Szene. Ne, Cassandra guckt ihn dann hier verdutzt an. Er kaut fleißig weiter, ne? Und dann irgendwann, was machst du da? Ich salze das Leder. Also er kaut das Salz richtig ein, weil nämlich Hexen oder Hexer Salz hassen. Ja, wie gesagt, da ein bisschen Geplänkel, als wir plötzlich wieder einen Szenenwechsel haben, denn wir sehen ein kleinen Jungen mit einem Football gerade aus so einer kleinen Wohngegend halt kommen und man sieht plötzlich, dass er, als der Football hochgeworfen wird, er von dem Hexer aufgefangen wird
Und genau, ja. Die hocken dann da am Spielplatz und ein bisschen hier boah, Hexen am schwadronieren, ne? Hier von wegen, ja, die Hexen sind doch alle weiblich, ne? Und hier ein paar sind auch Männer und blau und Keks, ne? Genau, also der Junge lacht ihn halt noch aus von wegen so, ja, wo hast du denn deinen Besen, wenn du ein Hexer genau. bist, ne? Du musst doch fliegen, so fliegen Hexen und dann fängt der Hexer schallend an zu lachen. Szenenwechsel. Denn jetzt kommen Red, Fern und Cassandra mit ihrem Auto an eine Tankstelle, denn, ne, das muss auch mal getankt werden. Red Fern konsultiert wieder seinen Kompass, als im Hintergrund plötzlich Schüsse erklingen. Der Tankwart erzählt ihnen dann, dass da irgendwie Kojoten unterwegs waren und einen Jungen aus der Nachbarschaft zerfleischt hätten. Aber ordentlich, nach allen Regeln der Kunst. Also schon krass. Also richtig hier, ne. Es bildet sich auch eine Menschentraube und ein toter Kojote wird halt auch in die Mitte geworfen. Red Fern und Cassandra kommen auch dazu und sehen, wie eine ja ziemlich betroffene Frau weggeht von der Gruppe. Und Red Fern folgt ihr und fragt, ob das ihr Kind ist, das getötet wurde. Sie bejaht das auch und er fragt, von wegen, war ihr Kind getauft? Das verneint sie wiederum, denn der Vater hatte nichts mit der Kirche am Hut und hat es verboten. Jetzt sind wieder Red Fern und Cassandra unterwegs und Red Fern erklärt jetzt Cassandra, dass der Hexer sich nun schneller fortbewegen kann, denn wenn er menschliches Fett hat, was er trinken kann bzw. zu sich nehmen kann und das auch noch das Fett eines ungetauften Kindes hat, das ist halt super Stoff für ihn und dann kann er sogar fliegen, denn er kann sich damit einen Flugzauber brauen. In der nächsten Szene sehen wir den Hexer auch genau dies tun. Er brutzelt sich das Fett auf, bestimmt noch ein paar andere Tinkturen, ne, und trinkt dann seinen frisch geshakten Shake. Super Drink. Den Fettshake. Andere haben Super Food, wir haben Super Drink. Yes, it is. Naja, auf jeden Fall Auto-Wiederszene hier, Red Fern und Cassandra. Er ist ja dran, von wegen, warum hast du hier Farbe im Gesicht hier, ne? Das ist eigentlich ein Zeichen für Hexerei und Satanismus. Aber gute Frauen nehmen sowas nicht. Wenn meine Marian. Und dann hält er aber auch schon wieder inne, ne? Weil das war ihm jetzt doch ein bisschen. Und als Cassandra nachhaken will, sieht man halt auch, dass es ein, Er möchte einfach nicht drüber reden. Ein Thema ist, was ihn doch sehr aufwühlt, sagen wir es so. Sie halten dann auch nochmal an und Red Fern konsultiert nochmal den Kompass, als plötzlich im Auto Cassandra weiter altert. Sie ist quasi nun 60 und sie sagt dann auch schon so, töte mich doch einfach. Oder, ja, warum also hat er mich nicht umgebracht? Ne? Das macht er mit Absicht, weil du sollst ja leiden. Du genau. Hast ja, ne? Und es ist halt wirklich, für sie ist es halt das Schlimmste, halt alt zu werden. Ne? Und damit hat der Hexer eben genau ihre schlimmste. Ja gut, wie alt mag sie dann sein? Wenn sie den einen Tag dann 40 ist, dann war sie 20. Genau, sie war 20, halt bevor diese Verwandlung losging. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt am nächsten Tag in der nächsten Szene. Und sehen ein rotes, großes Farmhaus und wir finden dort den Hexer auf dem Dachboden vor, wo er in einer Art Kommode weitere Seiten der Grand Grimoire gefunden hat. Und Freude breitet sich in seinen wohlgeformten Popern aus. Okay, interessant. Auf immer jeden das Fall auch aussehen macht. Sieht man jetzt schon, dass ihm das halt auch schon mehr Macht verleiht, denn er kann jetzt so Feuer hervorzaubern und ist schon mächtiger geworden. Und unterdessen sieht der alte Farmersmann eben, dass die Milch sauer geworden ist und berichtet das auch seinem Sohn, der dann meint, das kann gar nicht sein, die war gestern noch frisch. Ach, hör doch auf mit deinen Spinnereien da. Dass die Pferde krank sind bzw. stark schwitzen. Und der Farmer ist jetzt, der sieht alle Anzeichen für Hexerei. Von außen sieht er, dass da eine, dass die Dachluke da oben offen ist, ne? Und schnappt sich jetzt Eimer und Farbe und Pinsel und malt etwas an die rote Außenwand. Währenddessen sind Cassandra und Red Fern weiter mit dem Auto unterwegs, passieren ein Schild,
dass uns Zuschauern eben sagt, dass sie mittlerweile in Colorado angekommen sind Colorado. Haben jetzt auch den Kompass im Auto so drapiert, also dass sie nicht jedes Mal anhalten müssen, den aufbauen müssen, sondern dass er dort hängt und ihnen die Richtung weist. Aber plötzlich hält ihr Redfern ein bisschen inne, guckt zur Seite und sieht das rote Farmhaus. Stopp, halt an, halt sofort an! Mit dem aufgemalten Pentagramm und greift Cassandra noch ins Lenkrad und auch der Pfeil des Kompasses zeigt in die Richtung und sie halten abrupt an und Redford rennt auf dieses sofort. Farmgebäude sofort. Zu. In dem Farmhaus drinne hier Mann und Frau, von wegen die Frau sagt hier, dass das Brot ist nicht aufgegangen. Ja, als plötzlich Redford hereinstürmt. Redford. Oh mein Gott. Robert Redford. Redford poltert rein zu diesem Jungen. Erzählt mir eure Sorgen. Ihr habt ein Hexenzeichen auf eurer Außenwand gemalt. Als plötzlich der alte Farmersmann rein poltert, das war ich. Ja, dann tschüss. Nein. Der alte zeigt hier das offene Dachlukengedönse da. Hier, Redford. Jetzt sag ich auch schon Redford, Mann. Redfern hier, besorgt mir Hammer und Nägel. Wir machen das zu, ne? Genau. Also zeigt keine Furcht. Die vernageln jetzt quasi von außen diese Dachluke. Cassandra ist mittlerweile auch zu ihnen gestoßen. Das dauert halt ein bisschen länger jetzt. Ne? Und Redfern sagt ihm auch, dass die quasi junge Farmersfamilie mit den beiden Kindern jetzt bitte das Feld räumen soll, also damit ihnen nichts geschieht. Die verlassen auch den Hof und jetzt sind sie quasi als Trio Infernale. Also sie sind jetzt zu dritt, also quasi Redfern, Cassandra und der alte Farmersmann. Und sie schmieden jetzt Pläne und klettern quasi innen. Ja, keine Pläne. Er geht da ins Dachjuche jetzt da oben hin. Ne, Cassandra und der Farmersmann warten unten und Redfern sieht sich eben oben auf dem Dachboden um und findet den zerbrochenen Schrank und dahinter noch eine Seite. Der Grand Grimoire. Und kommt jetzt auf den Trichter, was überhaupt hier gerade Phase ist. Genau, weil bis dato wusste Redfern noch gar nicht, was der Hexenmeister hier macht, was er sucht und was er im Schilde führt. Er zerreißt auch diese Seite der gefundenen Grimoire-Seiten. Und die fügen sich dann aber auch ganz schnell flottig wieder zusammen. Und das beweist ihm eben, dass es sich um die Grand Grimoire handelt. Ja. Und er sah halt noch ein offenes Fenster und er spricht jetzt eben zu den beiden anderen und meint, ja, der Hexer war da, erzählt ihnen eben von dieser Grand Grimoire und dass sie damals in drei Teile geteilt wurde. Von ihm sogar. Von ihm selbst und die sollte halt auch eigentlich in einer Kirche auf geheiligtem Boden aufbewahrt werden und er ist mega sauer darüber, dass sie das jetzt anscheinend nicht mehr ist. Und dann meint Cassandra klugerweise, ja, warum lässt dieser Hexenmeister eine Seite zurück, wenn es ja für ihn so wichtig ist? Und Redfern hält inne und sagt, das würde er niemals tun. Er geht wieder auf den Dachboden. Cassandra und der Farmersmann versperren jetzt diese Dachluke von unten mit so einem Holzbalken. Und Redfern ist, wie gesagt, auf dem Dachjuchi. Er schleicht da so ein bisschen rum und dann und von seinem hinten Rücken quasi kommt der Hexenmeister zum Vorschein. Und dann vor allen Dingen mit dem Satz, von allen merkwürdigen Dingen, die ich hier gesehen habe, ne, bis jetzt bist du das Merkwürdigste. Und der Hexenmeister ist jetzt eben auch so, ja, selbst zwei Drittel des Buches, der Grand Grimoire, verleihen mir schon Macht. Und sie rangeln etwas. Und der Hexenmeister sticht auf den Hexenmeister ein. Ja, aber die Grimoire-Seiten, die sich halt der Hexenmeister so in Latz gesteckt hat, schützen den Hexenmeister vor etwaige Verletzungen. Und dann super Sache. Beginnt eben der Hexenmeister so einen Feuerball quasi Richtung Redfern zu schießen. Dieser fällt aus dieser zugenagelten Dachluke raus, stürzt ins Freie. Und der Hexenmeister tritt so hinterher. Ja, nimmt aber auch die Seiten, die da. Genau, die fehlende Seite steckt er sich natürlich auch ein, weil die braucht er ja, um das Buch zu komplettieren. Genau, er geht dann zu dieser offenen. Ja, was ist halt so eine Tür, Luke, ist halt quasi. Ne? Genau, die sie halt vorher von außen vernagelt hatten. Macht mit einer Kessenhandbewegung. Ham, ne? Zaubert. Und nimmt hier halt diese an dem Dach befindliche Wetterfahne. So, und schießt sie zwischen Reds Beine.
Diese verfehlt ihn knapp glücklicherweise und mittlerweile befinden sich auch Cassandra und der Farmersmann wieder draußen. Red rappelt sich auf, also Redfern natürlich, mit Abkürzung um mich werfen, also Redfern rappelt sich auf, klettert eine angestellte Leiter hoch und schwingt jetzt seine gesalzene Peitsche nach dem Hexenmeister, erwischt ihn am Fuß und dieser hat jetzt quasi wie so einen Ballon an der Schnur. Genau, er hat sich einen Hexenmeister ausgesucht. Genau, und der Hexenmeister fliegt jetzt quasi mit Red unten am Boden über die... Er versucht ihn aufzuhalten, da wird durch den angepflanzten Kohl gescheucht. Poltert noch durch einen Zaunbalken. Und an einer Scheunenwand muss er dann loslassen und der Hexenmeister fliegt halt oben in dem geöffneten Heuschober halt so rein. Und jetzt kommen Cassandra und der Farmer wieder mit dieser Wetterfahne aus Metall und geben Redfern sie. Redfern schnappt sich die und ist wurfbereit. Genau. Er ist wie ein Speerwerfer bei den Olympischen Spielen. Genau. Und als der Hexenmeister jetzt aus dieser Heuschober oben wieder rausschwebt. Heuschober, meine Güte, was für Worte heute, wirft auf jeden Fall jetzt eben Redfern diesen Stab und er trifft den Hexenmeister in der Schulter im Rücken. Ja! Und dieser geht zu Boden. Genau, er stürzt ab, krebselt so ein bisschen davon. Und die drei können ihn aber überwältigen und fangen jetzt an, seine Schuhe auszuziehen. Was für perverse Schweine. Und versuchen ihn jetzt mit diesen Daumen-Zeh-Schrauben zu fesseln. Und schaffen auch einen Daumen und einen Zeh zu fesseln. Ja, der alte Farmer in der Zwischenzeit ist halt auch dabei. Ne? Und die Blicke von ihm und des Hexenmeisters treffen sich. Und hier Redfern, nein, nicht in die Augen gucken, nicht in die Augen gucken. Und zack, vorbei. Da fangen hier des Farmers Augen schon an zu bluten. Aber ordentlich. Dieser taumelt nach hinten, fällt zu Boden. Und Redfern lässt jetzt vom Hexenmeister ab und geht zu dem alten Herren, um ihn zu retten. Und Cassandra wird vom Hexenmeister auch zur Seite gestoßen. Wir erinnern uns, sie ist ja 60 mittlerweile. Und der Hexenmeister flieht jetzt hüpfend auf einem Bein. Halb gefesselt davon. Genau. Und Redfern weist jetzt Cassandra an, schnappt ihr Nagel und Hammer und stoße quasi in die nackten Fußspuren, die du im Sand findest, vom Hexenmeister so einen Nagel rein. Das wird ihn schwächen. Also macht sich jetzt Cassandra auf Verfolgungsjagd jetzt quasi, weil sie hat ja immer noch das Ziel, ihr Armband wieder zu kriegen. Ja, sie ist ja hier. Ne? Ne? Und mittlerweile Szenenwechsel. Wir sind auf einem alten Bahnhofsgelände und der Hexer hüpft dort durch die Gegend und fällt in so einen gehäuften Sandhaufen halt rein und versucht halt seine Fesseln zu lösen. Dies gelingt auch. Ne? Hier Cassandra auch von der anderen Seite ist immer noch auf Spurensuche. Findet auch kleine Zehabdrücke. Kleine Zehabdrücke zwischen den ganzen Schuhabdrücken, muss man sagen. Sehr viele Schuhabdrücke. Und stößt jetzt einen Nagel in diese Schuhabdrücke und man hört... Also in die Schuhabdrücke passiert gar nichts. Nein, in die Fußabdrücke. Und dann... Ah! Der Hexenmeister schreit auf und sie stößt in den nächsten Fußabdruck einen Nagel. Ah! Der Hexenmeister befindet sich nämlich jetzt in einem Waggon von, wie gesagt, wir sind auf dem Bahnhofsgelände und spürt diese Schmerzen, die Cassandra ihm quasi zu ist wie eine Voodoo-Puppe quasi. Quasi, ne? Ja. Er schnappt sich jetzt eine Holzbohle vom Boden dieses Waggons. Damit er seine Füße damit schützt. Ein ganz schlauer Kerl. Genau. Weil Cassandra nämlich, Entschuldigung, nochmal einen Fußabdruck findet. Ja. Nochmal rein, aber Stille. Stille. Also er hat jetzt mit dieser Holzbohle an den Füßen quasi sich schützen können. Aber plötzlich sieht Cassandra den Kopfabdruck des Hexenmeisters. Denn wir erinnern uns, er ist ja gestolpert. Und dort hinein schlägt sie einen Nagel. Als dann plötzlich sie sich umblickt und aus einem Waggon den raushängenden Arm des Hexenmeisters sieht, an dem halt ihr Armband baumelt. Natürlich setzt sich jetzt der Waggon in Bewegung. Wir erinnern uns, sie ist 60. Nicht so schnell auf die Beine. Und sie rennt jetzt
in aller Hast, die sie zusammensammeln kann, diesen Waggon und diesem heraushängenden... Immer näher, nur noch ein bisschen, aber nein, sie fällt hin. Natürlich. Sie fällt hin. Sie rappelt sich auf, nein. Sie läuft und läuft und läuft und läuft, packt den Arm, aber er packt sie. Zuvor, genau. Und sie drischt jetzt mit dem Hammer auf den da ein, auf den Arm halt, ne, und... Er lässt von ihr ab. Und fällt selber dann aber auch wieder zu Boden. Der Hexer fährt davon, guckt noch aus dem Waggon so nach hinten. Aber sie sieht nun, dass im Sand nicht nur der Hammer, sondern auch ihr Armband liegt. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und in der nächsten Szene sehen wir jetzt den Farmer im Bett liegen. Über ihm eine Art Talisman, die Red Fern dort aufgehängt hat. Als Cassandra wieder im Türrahmen steht bei Red Fern und ihr Armband in der Hand hat und wieder jung ist. Also ihr Fluch ist zumindest gebrochen. Ja, mein Gott, das ist doch auch schon mal was. Und ne? Weiter geht's. Die Menschheit wird dahin gerafft, aber du bist blutjung. Genau. Und weiter geht's jetzt, denn Red Fern ist fest entschlossen, den Hexenmeister zu finden. Sie sind jetzt wieder bei dem Auto von Cassandra. Und Cassandra ist jetzt hier nach dem Motto, ich hab das, was ich wollte. Hier hast du Autoschlüssel, hier hast du Geld, hier hast du alles, was du brauchst. Mach, was du willst, ich bin weg. Ja. Hier hast du Autoschlüssel. Du hast ja gesehen, wie ich gefahren bin. Müsstest ja jetzt hier, ne? Wir hatten doch eine Abmachung, ne? Genau. Armband und so weiter und so weiter. Und dann hier, er dann zu ihr irgendwann, wie heißt du eigentlich? Cassandra mit K. Und dann hier, ja, dann pass auf, Cassandra mit K, ne? Hier zwei Teile der Grand Grimoire, ne? Ja, wurden schon gefunden. Und jetzt erklärt er ihr halt, ja, wenn genau, alle drei Teile jetzt zusammengefügt werden, offenbart das Buch den wahren geheimen Namen Gottes. Und wenn dieser rückwärts gelesen wird von dem Hexenmeister, dann wird die gesamte Schöpfung umgekehrt und alles Leben ausgelöscht. Also wir sind voll am Arsch. Wir sind richtig am Arsch. Jetzt will eigentlich Cassandra noch weniger was zu tun haben, aber in der nächsten Szene hat er sie überzeugt und sie sind auf dem Weg nach Boston, beziehungsweise zum Flughafen, denn jetzt machen wir es auf Cassandras Art und Weise, denn sie wollen nicht den Hexenmeister verfolgen, sondern sie wollen der Spur des Buches folgen und dazu müssen sie in die Kirche nach Boston. Ja, sie betreten halt dieses Flughafen, den Flughafen halt, ne, und hier Cassandra nimmt Red Fern schon mal vorsorglich die Peitsche weg, ne. Damit kommst du niemals ins Flugzeug. Ne, sie sagt hier, damit lassen sie dich nicht an Bord. An was für ein Bord? Ne? Dann gehen sie halt an so einer Fensterscheibe auch vorbei und Red Fern bleibt stehen und sieht halt diese geflügelten Maschinen mit Donner in sich. Damit ist man jetzt unterwegs. Menschen reisen in diesen Maschinen durch die Luft. Also er ist voll geschockt, voll panisch, voll geschockt. Ja gut, man muss aber auch hier, ne, das ist ja, wenn Menschen durch die Luft reisen, ist das ein Zeichen der Hexerei. Ja. Also es ist genau das, was er bekämpft. Ja, er ist halt wirklich voll geschockt und Cassandra redet ihm gut zu, aber sie sieht jetzt auch im Hintergrund den Hexer am Flughafengelände, genau, sagt es ihm nicht und zwingt jetzt quasi Red Fern mitzukommen. Dieser hat unter anderem auch noch diesen Wetterstab bei genau, sich. Genau, diese Wetterfahne hat er immer noch. Ne? Und als sie halt es noch schaffen, so rechtzeitig zum Gate und einsteigen, sagt die Stewardess auch zu ihm, kann ich Ihnen das abnehmen, Sir? Und er hier natürlich nur über meine verfaulte Leiche. Aber Cassandra ist resolut, reißt es ihm aus der Hand, gibt es der Stewardess. Es ist ein altes Erbstück. Natürlich. Irgendeine Ausrede muss man ja haben. Auf jeden Fall scheinen ja die Sicherheitskontrollen noch nicht so streng gewesen zu sein. Ja, letztens noch gelesen, du kommst nicht mal mehr mit einer Pinzette rein. Siehst du? Naja, wir schweifen ab. Also wenn man es schafft, mit einer Pinzette das Flugzeug zu kapern, dann haben wir letztens gelesen, dann hast du das Flugzeug aber auch verdient. Naja, ich will nicht wissen, was so ein Navy Seal alles. Nein. Egal. Wir schweifen ab. Auf jeden Fall sitzen sie jetzt auf ihren Plätzen an Bord. Red Fern ist zu Recht etwas panisch, aber Cassandra versucht ihn zu beruhigen. Dann sieht Red Fern sich aber um und sieht. Am Nebenplatz. Bei einem anderen Passagier sieht er plötzlich, der sich gerade einen Kaffee eingegossen hat, dass die Milch sauer ist. Und bei einem anderen Passagier, anscheinend durfte man dort noch rauchen an Bord, ist die Flamme des Feuerzeugs blau. Und er springt auf, hier ist ein Hexer an Bord! Ja. Er macht halt Riesentheater. So viel Theater macht er. Doch, ich finde, der macht Riesentheater und zwar so lange, bis er Cassandra überredet hat, jetzt das Flugzeug zu durchsuchen.
aber sie finden nichts. Aber der Zuschauer sieht, also wir, dass sich der Hexer im Gepäckabteil befindet. Ja. Er macht sich da auch noch irgendwas warm. Keine Ahnung, was das noch so ein bisschen Restfett ist, was er noch das über hatte. Das kann natürlich sein. Ne? Und weil er das da so einverleibt sich. Ja. Wem es schmeckt. Eben. Mann, auf jeden Fall. Das gute alte Rentenfett. Das Rentenfett. Auf jeden Fall sind wir irgendwann in Boston angekommen. Das Flugzeug landet. Und als Fluglotsen gerade die Gepäckablage öffnen, zischt quasi der Hexenmeister hinaus und schwebt von dannen. Und Cassandra und Redfern machen sich in einem Taxi auf den Weg zu der Kirche. Dort treffen sie gerade noch rechtzeitig den Pastor. Er schließt gerade ab, dann werden wir eigentlich Feierabend machen. Haben solche Leute Feierabend? Ne? Auf jeden Fall wollte er die beiden, also der Pastor will die beiden auch schon fast abwimmeln, ja. Als Redfern halt meint, es geht hier um die Grand Grimoire. Und dann schließt er die Tür wieder auf. Natürlich. Weil das ist das Zauberwort. Sie gehen rein und unterhalten sich da auch und sind halt dann auch quasi relativ schnell im Keller bei den Recherchen, bei den Unterlagen. Genau. Gehen die Aufzeichnungen da durch. Ne? Und man erfährt halt wirklich hier, dass das ein Teil halt in diesem Tisch war. In diesem Altartisch, ne? Altartisch. Der für Taufen irgendwie benutzt wurde. Der zweite Teil so. Wurde dann im Farmhaus da. Genau. Und der dritte Teil befindet sich wohl auf einem Friedhof hier in Boston. In einer Grabstätte. Genau, in einer gesegneten Grabstätte. Auf geweihtem Boden. Genau. Und dann machen auch eben die beiden sich relativ schnell auf die Suche nach diesem Friedhof. Währenddessen ist der Pastor halt zu Hause bei seiner schwangeren Frau, als sie Geräusche hören und es an der Tür rappelt. Und wer steht da ganz keck? Der Hexenmeister. Ja, ich schon hier dran. Die zwei Gestalten, die vor mir hier waren. Was wollten die wissen? Was wollten die denn? Habt ihr über Buchseiten gesprochen hier? Dann droht er halt hier genau. Ein bisschen. Hier die er bedroht halt die und dann in der nächsten Szene sehen wir wieder Cassandra und Redfern und sie haben den Friedhof mittlerweile erreicht und Redfern testet halt auch an, ob der Boden auch wirklich geweiht ist und das ist es auch. Weil er ja halt immer noch diese Wetterfahne mit dem Blut des Hexenmeisters dran hat. Er steckt quasi die geblutete Seite in den geweihten Boden und es fängt halt an zu brodeln. Und zu rauchen. Und das bestätigt eben, dass der Boden auch tatsächlich geweiht ist und sie müssen jetzt diese Grabstelle mit dem Hexenzeichen darauf finden. Und Cassandra findet diese Stelle halt auch. Allerdings will sie so ein bisschen vor Redfern das verdecken, die Aufschrift verdecken. Denn, tada, es ist Redferns Grab. Gut, aber Redfern sagt dann aber auch ganz schnell hier von wegen, oh mein Gott, die Grabkammer sieht ja hier noch recht verschlossen aus. Die wurde auch noch nicht mutwillig irgendwie versucht aufgebrochen zu werden. Genau. Nach dem Motto, wir können alles lassen, wie es ist. Es ist alles sicher, da kann er eh nicht dran. Wir Nein, hier ist eh geweihter Boden, der kommt hier eh nicht hin. Ne? Wir können uns auf den Weg machen. Er ist der Gelackmeierte. Gelackmeiert. Auf jeden Fall ist Redfern sich schon auf dem Weg am Machen, als plötzlich Cassandra sieht, dass ein Projekt dort gestartet ist, das eine Verlegung des Friedhofs beinhaltet und damit nur noch irgendwie die Hälfte des Bodens geweiht ist. Genau. Also Schlamassel. Sie hinter Redfern her, ruft ihn zurück und setzt ihn quasi in Kenntnis von ihren Beobachtungen. Also scheiße, müssen wir doch den Sarg da öffnen, ne? Redfern ist ein bisschen schockiert darüber, weil es ja schließlich sein Grab ist. Der sieht dann noch so, du kannst ja eigentlich gar nicht da drin sein, weil du bist ja jetzt hier, du bist ja gar nicht gestorben damals, weil du ja nicht... Sie philosophiert noch so ein bisschen. Brainfuck halt. Ne? Und sie öffnet dann natürlich den Sarg und Redfern kann halt nicht so wirklich hinsehen und sie so, oh, okay, du solltest doch nicht guck hinsehen. Guck doch besser nicht. Lieber nicht. Ne? Ja, auf Aber jeden auf jeden Fall hat das Skelett, was sich dort drin befindet, halt die Seiten... In der Hand, also im Arm richtig ist, umklammert ist richtig, ne? Ja. Und Cassandra muss auch die Finger abbrechen, um die Seiten da rauszukriegen. Ja, auf jeden Fall haben sie dann... schon innerlich weh. Sie haben dann die Seiten halt an sich genommen, als plötzlich der Hexenmeister über sie herfliegt. Ja, weil man aber auch sieht, dass diese Wetterfahne sich dann auch wieder bewegt. Genau. Ne? Die dreht sich quasi im Kreis halt, ne? Und der Hexer landet auf einem Teil des nicht geweihten Bodens und Cassandra und Redfern teilen jetzt die Seiten auf und versuchen halt irgendwie in unterschiedliche Richtungen weg, aber der Hexenmeister beschießt die beiden, so ein bisschen kleines Gerangel.
geht los und Redfern versteckt sich halt auch hinter einem Grabstein, als er plötzlich Cassandra schreien hört. Denn der Hexenmeister hat sie in seiner Gewalt und piekst ihr jetzt Nadeln in den Fuß. Also nach dem Motto, ne, Rache ist Blutwurst. Ne? Und Redfern kann es nicht ertragen, geht halt zu ihm, steht aber noch auf geweihtem Boden und sagt halt hier von wegen, lass sie los. Ja, hier, pass auf, tauschen wir einfach, ne? Genau, also der Hexenmeister. Eigentlich sagt der Hexenmeister, ja, pass auf, du kriegst hier Madame Cassandra. Und ich krieg hier die Saiten, ne? Und hier dann die Macht, die Welt zu zerstören. Legt Redford die Saiten mit einem Steinbeschwert auf den Boden und meint halt zu ihm, du musst sie aber mit der Hand nehmen, weil es ist ja geweihter Boden. Keine Magie. Ne? Nicht zaubern, nicht fliegen, nix, ne? Und dann fangen sie halt an, also Red meint, zeigt dann halt auch noch, dass er es ernst meint, weil er diese komischen Daumen ja, und Fuß alles weg, Messer, Fesseln, alles, schmeißt alles er weg, was er bewaffnet ja. ist, ne, legt er zu Boden. Ja, der Hexenmeister kommt auf ihn zu, ne, und was macht Redfern, der haut ihn erstmal einen in die Fresse. Richtig. Und dann geht die Prügelei los. Genau, dann prügeln die sich. Und Red nimmt dann so geweihte Erde, drückt ihm die Erde in des Hexenmeisters Gesicht. Und drückt ihm ein bisschen Erde ins Gesicht. Ja. Aber die ist ja geweiht, deswegen verletzt sie ihn. Er schmollert sein Gesicht auch ordentlich auf die geweihte Erde. Ach nee. Und ja, also der Hexenmeister dann wiederum sprüht Feuer in Redferns Mund. Genau, der ist dann halt jetzt oben auf hier, der Hexenmeister, ne? Der nimmt hier die Saiten. Ne? Ja. Und von hinten schleicht sich aber nochmal Cassandra an, versucht ihn mit der gesalzenen Peitsche zu würgen. Und er guckt einfach nur nach hinten und schmeißt sie in einen sich anliegenden See, ne? Nimmt sich hier das Geseire da hier diese Peitsche wieder ab, bringt ja nichts, ne? Und hat jetzt diese ganzen Saiten und fügt diese Saiten mit einem ollen Zauberspruch genau, zusammen. Die blättern sich zusammen in der Zwischenzeit. Cassandra pult sich dann aus diesem See, fährt sich so ein bisschen über die Lippen und bemerkt, dass es sich um Salzwasser handelt. Und nimmt dann super, super schlau ihre Insulinspritzen und füllt diese mit Salzwasser. Egal, auf jeden Fall der Hexer jetzt voll am Stahl. Ja, der ist voll dran hier. Also das Buch hat sich jetzt manifestiert. Die Grand ist wieder eins. Ne? Und er sagt, zeige mir den Namen Gottes. Und dieser manifestiert sich auf dem Umschlag quasi. Immer weiter, immer weiter. Ich kenne deinen Namen. Und er seiert halt so lange rum, anstatt den Namen einfach zu sagen, dass Cassandra nun Zeit hat, sich an ihn zu schleichen und ihm die Spritzen mit gesalzenem Wasser in den Hals zu jagen. Und ja, der Hexenmeister schrillt hier auch an. Der kleine Puff, Puff, Zünd, Zünd. Und er verbrennt, elendig. Er verbrennt. Puff, puff, puff. Ja, er liegt dann da als kleines Skelettmännchen halt, ne, hier macht dann hier Redfern und Cassandra kommen nochmal auf ihn zu, ne, er macht nochmal so. Ne, aber hier, ne, Redfern holt aus und tritt auf den Schädel. Nochmal so ein bisschen Genugtuung. Und der dann ist jetzt kaputt. Ist der Hexenmeister jetzt erledigt und Redfern und Cassandra stehen jetzt voreinander und Redfern schmatzt ihr auf jedes Auge einen Kuss. Also auf die geschlossenen Lider. Erstmal die Augen da auslutschen. Und als sie sich eben in die Augen sehen dann wieder und es Anstalten macht, dass sie sich einen Kuss geben wollen, geht plötzlich ein Windhauch durch Cassandras Haar. Redfern verschwindet und ein kleiner Mini-Tornado flügt auf das Grab oder auf die Grabstätte von Redfern zu und er ist verschwunden. Denn er hat seine Pflicht erfüllt. Und Cassandra sieht sich um im Endeffekt und sieht das Buch dort liegen. Die Grimoire. Und dann Scheiße. Und in der nächsten Szene sehen wir Cassandra in einer fetten Salzwüste, wo sie das Buch vergräbt. Dann fährt sie davon. Jaha! Sie hat's geschafft. Ja, Abspann würde ich sagen. Ja, ja, wunderbar. Also die 103 Minuten merkt man schon. Würde ich sagen. Ja, ist ein super Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir springen doch mal direkt in unsere Meinung über. Super Film. Schauspieler. Mega. Alle
Granate. Julian Spencer sowieso. Das ist seine Rolle. Total. Das ist seine Rolle. Das ist, ne? Obwohl hier Arachnophobia, wo er da diesen Doktor hat, ist auch geil. Er ist ein super Schauspieler. Laurie Singer, der Name kommt mir voll bekannt vor. Das kann gut sein, mir eigentlich auch. Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, wo ich sie noch gesehen hätte. Ich auch nicht. Ich finde hier der Richard E. Grant, der den Redfern spielt, wirkt halt immer so ein bisschen wie, es kann nur einen geben. Heilen. Ja, ja, so sieht er halt auch aus mit seinen langen Haare und mit seinen Wollmann, nein, Pelzmantel. Obwohl ich da auch mal gucken müsste, wo er noch mitgespielt hat, weil eigentlich finde ich als Schauspieler super. Ja, also der hat das mega gemacht, also wirklich. Ja, auf jeden Fall ist der Film super gut, finde ich halt auch. Ich finde auch zwischendurch, man fiebert halt richtig mit, so an dieser Stelle zum Beispiel, wo sie dann da eben diesen Waggon hinterher rennt, um ihr Armband halt zu kriegen. Ja, dieses Alterungsfluchgedöns ist schon unangenehm, willst nicht haben. Ja, ne? Und das ist halt auch nochmal für Fingernägel kannst du alle 2 Minuten schneiden. Ja, alles wächst und altert, ne? Und du bist halt auch nicht mehr so auf Zack, ne? Das junge Blut. Ja. Ist nicht schön. Ist auf jeden Fall super cool gemacht. Und ja, also dieses typische, ne, diese typische Verfolgungsjagd halt mit eingebaut, ne? Ne, die Guten gegen die Bösen. Ja, gut, ne? Aber schon echt cool gemacht. Und auf jeden Fall sehenswert. Ja, ist super geil. Der zweite Teil finde ich persönlich auch immer noch super geil. Ja. Beim dritten fange ich jetzt nicht an. ja, wie gesagt. Tolle Szenen, eigentlich fiebert man den ganzen Film über mit. Ja, ne? Und total. Also ich finde auch, man fiebert volle Kanne mit. Viele schöne Wörter, Grand Grimoire, das ist wunderbar. Ja, auch viele coole Sprüche, dadurch, dass es wirklich dieses, die stammen halt aus dem 17. Jahrhundert und sind jetzt quasi in der modernen Zeit. Und zeig mir deinen Brunnen! Ja, mega, ne? Also schon voll lustig, aber zeig auch nicht. Zeig mir deinen Brunnen. Aber auch nicht über. Paste, also ist schon genau richtig gemacht. Ich hatte ja, glaube ich, schon in den 80er Special gesagt, gehabt, von wegen, dass es genau die kleine Prise Humor noch da drin, das den Film halt nicht kaputt macht. Genau, also es ist halt noch mal ein bisschen aufwertet quasi. Ja, dass es jetzt nicht ins Lächerliche zieht oder sowas, sondern genau, ja, du hast es sehr schön gesagt, dass das genau richtig dosiert ist und wie gesagt, meine ekligste Szene, ich weiß nicht warum, ist halt wirklich, wo er da mit weiß ich wie viel Speichel auf dieser Lederpeitsche rumkaut. Ich finde das so widerlich. Ich find das super. Oh Gott. Oh Gott, das ist so widerlich. Ich finde das cool. Boah, ekelhaft. Aber er hat sich ja was beigedacht. Von daher. Wenn es am Ende des Tages funktioniert. Ne? Ja, genau. Also auf jeden Fall sehenswert, Leute. Nein, schöner Film. Schöner Film. Genau. Und wir hatten jetzt hier die schweizerische Fassung Uncut ist, wo sogar eben ein paar Szenen halt noch nicht synchronisiert drin waren. Also, genau, aber diese Szenen tun halt auch zu 90% oder sogar 95% nicht zur Sache. Also das ist einmal diese Szene, wo sie halt durch das Flugzeug da irren auf der Suche nach ihm, was halt, es muss halt nicht drin sein, ist halt stimmt Quatsch. Eigentlich schon. Diese Szene, wo sie sich da nochmal irgendwie bei dem Farmer da kurz besprechen, da irgendwie, ne, da ist nochmal was bei. Alles ne? So kleine Fetzen, so, die halt nichts beitragen. Ja, also es sind jetzt halt nichts, wo du sagen kannst, boah, da passiert jetzt sonst was, das, wo man jetzt die Hälfte der Handlung verpasst. Also das jetzt nicht, aber es ist natürlich ganz cool, die Fassung halt zu haben. Ich glaube, das sind auch keine, oder es sind keine Schnitte, die halt, wo man sagt, oh, da müssen wir jetzt aber Gewalt rausnehmen. Ja, ja, ja. Das sind halt einfach nur wirklich Längen, die halt wirklich unnütz sind. Genau, da genau. Geschnitten sind. Ich glaube, die deutsche Fassung ist mittlerweile FSK 16. Da fragst du die falsche. Ich weiß es gar nicht. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass es mittlerweile FSK 16 ist. Ich glaube, ich habe sogar ein Cover gesehen mit FSK 16. Okidoki. Gut, Soundtrack, dieser Score die ganze Zeit ist typisch 80er wieder hier, so ein bisschen so unterschwellig. Vernebelter, schöner Score. Ja. Gerade am Anfang auch, ne, wo es so in die Szenerie eintritt, ist halt schön. Ja. Und ich finde halt Cassandra auch cool. Also ne, der Running Gag ist natürlich dieses Cassandra mit K. Und aber halt auch ansonsten, weißt du, die arme Frau muss halt den ganzen Scheiß erleiden. Dann wird sie noch verzaubert mit so einem Alterungsfluch. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Zufall muss es denn sein, dass der Hexenmeister genau da aufschlägt, wo er später nochmal zurück muss, weil sich da der Tisch befindet. Wo die ersten Seiten drin sind. Das ist doch schon Wahnsinn. Krass.
Aber vielleicht hat ihn ja dieser Spektralstrudel am Anfang ja genau dahin geführt, weil er hat ja schließlich das Böse im Sinn. Und wie gesagt, Redfern hat ja dann auch erst quasi im Farmhaus geschnallt, worum es überhaupt ja, hier geht. Ja, er hat es da geschnallt. Mhm. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es... Oder welche Macht hier den Hexenmeister dazu geführt hat, dass sie ihn genau da aufschlagen lässt. Genau. Also es ist ja wahrscheinlich schon... Diese höhere Macht ja den Plan schon gehabt haben. Ja gut, kann ja sein. Aber ja, diese die Macht hat ihn halt dahin gesaugt, um das halt für ihn zu erledigen quasi. Ja gut, aber spüren wir das mal weiter. Was ist denn? Der sagt den Namen Gottes dann, den richtigen... Ja, oder rückwärts. Ja, rückwärts. Das Ganze, was man machen muss, um das zu... Ne? Gut, dann ist die Schöpfung am Arsch. Was hast du denn davon? Ja, das war halt auch meine Frage. Was er ist doch dann auch vernichtet. Ambitionen, aber er ist doch dann auch vernichtet, ja. Oder nicht? Ja, das ist es ja immer. Was, ja. Was habe ich davon, wenn ich die Welt vernichte. Kaputt machen ja, will? Ja, aber das ist halt sowieso bei solchen Sachen immer von wegen die Zerstörung der Welt oder die Weltherrschaft, wo ich mir dann halt immer denke, so, ja, und was haben wir dann anschließend davon? Ja. Das wäre ja mal interessant. Ja, weil du als treibende Kraft hast ja dann auch nichts davon. Du stehst am nächsten Tag nicht in der Zeitung, weil es ja dann nichts mehr gibt. Nee. Ne? Das ist eine berechtigte Frage. Ne? Ja, waren aber... Waren alle Wahnsinnigen da draußen? Ne? Na, Lucifer will halt wahrscheinlich einfach nur siegen über Gott, weil Gott hat ja die Schöpfung quasi erschaffen und er will ihm das halt wieder wegnehmen. Nach dem Motto, ich triumphiere über dich! Ich bin ja hier auf der Evolutionsseite. Ne? Ja, gut, das sowieso. Um mal ganz hier den Faden zu rauszunehmen. Egal. Aber weißt du, was ich jetzt daraus gelernt habe? Dass ich als Ungetaufte sehr gefährdet bin, Fettfutter zu werden. Oh, siehst du. Mein Gott, du bist aber auch kein Kind mehr. Ne? Nee, das heißt, du bist nur hier halbe Kraft. Ja, aber... Menschenfett ist ja generell erstmal gut. Dass ich jetzt kein Kind mehr bin, ist vielleicht jetzt nicht so schön für ihn, aber er könnte mich trotzdem schmelzen und trinken. Ich bin getauft und habe ordentlich Fett. Was jetzt? Ha. Ha. Ich sollte mich taufen lassen. Hat er gar nichts von, ne? Egal. Guck an. Das war Spezialeffekte mäßig, war nicht großartig. Die Augen waren eigentlich ganz lustig. Die Augen und diese Maske von dieser Bookstore-Besitzerin, wo sie dann da so diese Fratze hatte. Und ja, was war denn noch so? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Sonst war ja großartig. Aber so großartig war jetzt eigentlich wirklich nichts. Ich meine, im Endeffekt so viel Gewalt, im Endeffekt war jetzt auch nee, nicht. Nee, es war halt mehr so diese Verfolgungsjagd, ne, und dieses ein paar Zaubersprüche sagen und sowas halt alles. Ein bisschen Blut da außer Augen. Ja. Ne. Ja. Also kann man durchaus, wer jetzt vielleicht es nicht so blutig mag, für den ist das halt was. Jo, das Thema muss halt auch für jemanden sein, diese ganze Satanismus-Geschichten. Ne? Ja, das stimmt. Ja, aber... Ich mag sowas. Ja, es gibt aber, glaube ich, keine Sparte, wo ich von vornherein sage, ne. Nö. Also gut, Rape and Revenge ist halt überhaupt nicht, ne, das ist gar nichts. Aber auch dafür gibt es immer. Ist auch egal, ist ja nicht das Thema jetzt. Nee, aber sehr cool gemacht. Wie gesagt, wer es vielleicht mal nicht so blutig und ein bisschen mystischer mag, für den ist das auf jeden Fall sehenswert. Auf jeden Fall drei geniale Schauspieler. Mega gut. Ja, weil die anderen sind eigentlich relativ... unspektakulär, sag ich jetzt mal. Nicht von Interesse. Nö. Von daher... Vielleicht ja der alte Farmer noch. Aber... Ja gut, aber er kommt ja jetzt auch nur in dieser einen Phase... da zum Tragen. Ja. Haben wir noch was hinzuzufügen? Wie gesagt, super Film. Ich freue mich sehr. Und ja. Warlock, Satans Sohn. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Was ich dann im zweiten Teil schade finde, dass er da die Haare kurz trägt. Das ja, mit langen Haaren sieht er schon affenscharf aus. Hat mich damals schon mitgenommen. Oh Mann. Und zwar das im zweiten Teil mit der Frau, mit der schwangeren Frau? Ja, diese Anfangsszene. Mm. Ja, das ja, ist auch schon krass. Ja, das ich. Aber darauf gehen wir jetzt nicht näher ein. Nein, nein. Ich wollte ja nur mal eben, dass ein langhaariger Satanistenführer mir besser gefällt als... ein kurzhaariger. Super.
Super Sache. Nee, auf jeden Fall würde ich sagen, wir erinnern euch noch daran, wo ihr uns auf Instagram finden könnt. Oh mein Gott. Nämlich unter gruselhaus84. Da könnt ihr uns gerne eure Kommentare schreiben. Oder wir laden eben die Folge am Sonntag auch auf YouTube hoch. Da könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Also lasst uns gerne einen Kommentar da. Schreibt uns gerne, wie ihr den Film findet, ob ihr den kennt, ob ihr den noch nicht kennt. Und Julien Sands Langhaare oder Kurzhaare? Genau, ja, das könnt ihr uns ja mal schreiben. Langhaarig oder kurzhaarig? Team Andy, langhaarig. Aber ich will auch langhaariges Team. Ja, du kannst nicht Team langhaarig. Ich will aber nicht Team kurzhaarig. Dann gar nicht, dann hast du kein Team. Ha, interessant. Na gut. Bevor das jetzt noch zu Streitigkeiten wird, wünschen wir euch ein schönes Osterfest. Oh ja. Oh ja. Viel Spaß bei der Eiersuche. Genau. Ja, und dann sagen wir mal, wir hören uns wieder im Gruselhaus. Bye, bye. Ciao.